Zu Minecraft. Jo, gut. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Liste ein bisschen ausgiebig, beziehungsweise ich habe drei Punkte noch hingeschrieben. Natürlich fehlen auch wieder welche. Habe jetzt dafür auch markiert, was wir derzeitig angehen werden. Und das ist momentan das Bienenhaus plus Maschinen. Und das möchte ich natürlich zeigen, was hier abgelaufen ist. Ich habe hier einen Keller drunter gemacht. Komplett in dem Steinausmaß. Und der geht dann bis hinten kurz vorhin, wie ich das so gesagt hatte, und dann halt hier rüber. Jetzt hatte ich massive Probleme zu wissen, wo ich rüber gehen kann. Denn ich hatte vermutet, dass sie ziemlich hier weit vorne können. Aber wenn man hier unten oben auf der Karte guckt, da müsst ihr gleich mal gucken, da oben, wo das nächste ist. Ich kann jetzt weniger hin. Da ist die Treppe, die nach unten geht. Und dann dachte ich so, oh, gehst du rechts in der Treppe? Konnte ich auch nicht gehen. Da ist nämlich der Tunnel, also die Treppe hier, die immer noch nicht ausgebaut worden ist. Und dann dachte ich so, okay, rechts daneben hatten wir natürlich auch Probleme. Schon wieder Eier, irgendwo sind ganze Hühner hier. Muss ich gleich mal töten. Ja, und rechts daneben ist halt dann aufgetaucht, dass ich halt diesen Tunnel hatte hier. Was dann auch nicht gut war. So, wo ist jetzt dieses komische Huhn? Ist es. So, nun weniger. Hier geht, glaube ich, alles rein, ne? Import, ja. Ich glaube, da geht alles rein. Ich hoffe es mal. Also ist es gleich irgendwo drin. Problem habe ich noch herausgefunden, es sind schon wieder ein paar Bienen weg. Und ich werde eventuell diese Pipes nutzen. Oh, Pieps. Es gibt Pipes, die das herausfinden, was in den Pipes. Ich weiß noch nicht, welche es waren. Muss ich auch nochmal nachschauen. Ich glaube, die goldenen konnten es sowieso machen. Aber es gab hier. Irgendwas gab es hier. Ich glaube, entweder waren es die oder die. Oder die Emerald Gate Controlled Extreme. Da muss ich mal schauen. Da werde ich mich noch drum gucken, kümmern, was da passieren wird. Schöne Musik, bestimmt glaube ich das Strike oder Copyright, bla bla bla. Musik, das ist mir egal. Das ist mir egal. Okay, ab nach unten. Also, hier habe ich jetzt erstmal Nobles reingepackt. Wir haben ein paar Diligents, zwei Stacks angesammelt. Ja, die werden jetzt auch angeschlossen hier. Wir haben schon ein bisschen einiges angesammelt und werden dann so langsam in diese Produktion hier reingehen. Oh, mir fehlt noch so ein Holzblock hier. Und muss dann im Keller schauen, ob das funktioniert, wie ich das vorhabe da. Ob das sich füllt hier hinten. Denn ich werde hier die Linien anlegen. Da die drei. Und dann habe ich erstmal. Ich wollte erst den dann drunter setzen, der sich füllt. Aber das weiß ich natürlich nicht. Und nun gucke ich mal, ob das so klappt. Jetzt muss ich nur gucken, ob das all funktioniert. Oh, keine Ahnung. Denn okay, ich glaube, so ist die Einstellung auch komplett richtig. Nur weiß ich nicht, ob sie damit abfahren kann. Das Minecart. Das werden wir dann sehen. Gibt dann halt drei Linien, den für beziehungsweise eine vierte. Aber es gibt auch welche, die ich unter nochmal da drunter packe, unterirdisch. Und es gibt welche nochmal da überirdisch, die halt dann woanders finden fahren sollen. So, jetzt wollen wir uns erst um die Maschinen kümmern und um die Einzelheiten. Da brauche ich noch ein paar. Ich habe nur 64,6. Item Storage, beziehungsweise die Item Pipes. Ich brauche ungefähr vielleicht 1, 2, 6 oder so. Und könnte gleich mal eben so ein Wood-Ding mitnehmen. Wood. Da. Ich brauche ein. Ich glaube, ich brauche irgendwie 13. Conduit. 13 Stück. Ich nehme mal nur. Wenn ich welche brauche, kann ich noch welche machen. Ich lasse das Rezept mal hier drin. Da es ja mittlerweile einfach ist, weil wir nur alleine derzeit hier immer noch spielen. Das macht auch nichts aus. Läuft alles super. Okay. Lass mal den erstmal in Ruhe durchlaufen. Und dann kommt der andere Boden noch. Wird auch noch umgeändert. Und dann kommt das und das nach. Ja, Bienenbeschriften mache ich später. Jetzt wollte ich mal schauen. Die sind auf jeden Fall hier eingeordnet. Alles klar. Das heißt, die
Kriegen auch hier einen Platz. Schauen wir mal, habe ich da. Jetzt weiß ich natürlich halt nicht, wo was schon drin ist. Ne. Destillierte. Hier ist auch eine Destillierte. Was habe ich denn da oben eingespeichert? Destillierte. Oh. Das heißt, die ich nehme ich mal raus. Und pack dich auf jeden Fall hier rein. Oh, nö, so. Der kommt dahin. Hier waren jetzt die Farmers drinne. Die waren jetzt die Destillierten. Okay. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn ich das jetzt anschließe hier so langsam. Beziehungsweise ich jetzt den erst nehme. Zack. Sage Extract. So, dann sollte er es natürlich jetzt alles in die ganzen Maschinen bringen. Und wir können dann hier die ganzen Zentrifugen anschließen. Nach und nach. Ich habe hier keinen Überblick, das heißt, ich muss ja auf jeden Fall hier mal fliegen. Von der Kiste angelegt. Hier habe ich schon mal Minecart reingemacht, einen Tank-Minecart und Unloader. Also die das Ganze entladen, die ganze Sache. Und ich brauche jetzt die. 1, 2, 3 nehmen wir auf jeden Fall mit. 21 Stück waren es, glaube ich. Wenn ich das Bild sehe jetzt. Macht ja nichts. Hier haben wir auch noch Pipes. Die Kisten können wir auch komplett mitnehmen. Ah, Filter. Die kleinen und die großen. Jetzt erstmal. Erstmal. Gut. Da ich den hier auf dem Boden anfangen möchte, könnte ich in dem Fall sogar. Oder? Also ich arbeite die um, dass das nicht geht. Wir können die auch höher stellen. Können das ja so machen. Schmeiß erstmal weg. Ist klar. So. Ich glaube nicht, dass das von hier funktioniert. Aber das können wir austesten. Dann machen wir eine Zwischenkiste rein. Die das ein bisschen auffangen kann, alles. Extract. Insert. Mal schauen wir, ob es klappt. Und hier soll er dann. Ja, welche nehmen wir denn? Wir fangen, glaube ich, mit den Öldingern an. Jetzt hat er da welche von. Gucken. Ich nehme einfach einen Stack raus. Ich glaube, der schmeißt jetzt da hinten rein. Ich hoffe es mal. Oh oh. Problem. Irgendwo kommen die wieder raus. So. Hat er wieder Priorität 1 an den Kopf geklatscht. Ich glaube, der ist jetzt da. Da ist die destillierte Biene drin. Da sind sie drin. Hup. Zack und zack. Macht ja nichts, haben wir alles da. So, wenn ich jetzt mal wieder drüber fliege, kommen wieder alle angeschwimmt. Ja. Wir machen das waren alle. Gehen wir nochmal drüber. Ich glaube, das waren alle. Warum packt er denn die Destillierte nicht da rein? Da. Zack. Okay. Sollte sie da drin bleiben. Okay, der hat jetzt das, der hat das. Alles klar. Was jetzt kommt, ist natürlich Filterarbeit. Der bekommt den. Beziehungsweise, ne, hier kommen die Dinge rein. Die
Tun da rein. Ja, nicht Insert, sondern. Lassen Sie jetzt erstmal. Ich will nachher gucken, ob es funktioniert. Du bekommst die Oily. Dann pumpen wir die hier rein. Insert. Dinger. Jetzt weiß ich noch nicht. Ich glaube, den mache ich nicht, weil der irgendwann eine Sorte nur überfüllt. Machen wir die raus. Die kann er schon mal wegpumpen. Das würde dann heißen, für uns wegpumpen. Wie mache ich denn die Möglichkeit, da hinzukommen? Und wir machen was außenrum und gehen hier durch. Das glaube ich die Alternative. Ich glaube, das wäre die beste Option, da wir das auch abcovern können an dem Punkt. Wir können es außen lang verlegen. Oder machen ein Loch nach unten und gehen von der anderen Seite wieder hoch. Müsst ihr aber natürlich dann wieder was buddeln. Ich glaube, wir müssen die andere Option und buddeln sie erstmal nach unten. Können wir uns mal überlegen zur Not. Wo gehe ich denn am besten unten? Am besten, wenn ich in die Wand reingehe. Aber da wäre das Ding. Was habe ich dahinter? Dahinter habe ich auch immer. Könnte ich denn jetzt hier runter gehen oder ich gehe nach vorne hin? Mit den Kabeln. Oh, Moment. Die Option ist gar nicht schlecht. Hier müsste irgendein.